Hey alle YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute soll es mal darum gehen, wie ihr super einfach, super günstig, coole Produktfotos machen könnt. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Okay, fangen wir doch einfach mal an. Was brauchen wir als erstes, wenn wir coole Produktfotos machen wollen? Klar, als allererstes brauchen wir natürlich eine Kamera. Und hier sei schon mal am Anfang gesagt, es ist völlig egal, was für eine Kamera ihr habt. Das kann sogar euer Handy sein. Wichtig ist nur, dass wir die Belichtungszeit manuell einstellen können, da wir mit dem Licht ein bisschen spielen werden. Und da wäre es wichtig, dass wir die Einstellung an einer Kamera auf jeden Fall manuell vornehmen können, zumindest aber die Belichtungszeit. Ich werde für die Produktfotos hier gleich mal wieder meine Kompaktkamera nehmen, die ich schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe. Ihr könnt genauso gut euer Handy nehmen, ladet euch dann einfach die Lightroom-App runter, was es euch ermöglicht, in eurem Handy alle Einstellungen manuell vorzunehmen. Wer daran Interesse hat, der schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare, dann mache ich da gerne mal ein separates Video zu. Okay, fangen wir vielleicht als allererstes mal an mit dem Hintergrund. Hier habe ich mir einfach mal einen Hintergrund aus dem Bastelgeschäft besorgt. Das ist Fotopappe. 300 Gramm hat die, glaube ich, ist in den Maßen 100 x 60. Und da sei gesagt, je größer, desto besser, dann haben wir einfach ein bisschen mehr Spielraum. Ich habe jetzt hier oben mir einfach zwei Kleber dran gemacht und befestige mir die hier oben an der Wand. Das war schon, unser Hintergrund ist schon mal fertig. Das Coole ist, unser Hintergrund hat jetzt hier keinen Knick drin, sondern eine sogenannte Hohlkehle. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier gleich ein Produkt drauf stelle, sieht es nach hinten so aus, als wenn es einfach unendlich weitergehen würde. Und das wirkt schon mal deutlich professioneller, als wenn ihr einfach nur von einer weißen Wand fotografiert. Als nächstes benötigen wir natürlich unser Produkt. Ich habe jetzt hier mal einen Schuh meiner Frau geklaut, den wir heute als unser Model einsetzen werden. Den positionieren wir jetzt erstmal hier auf unserem Karton. Und ich würde sagen, schalten wir doch mal kurz auf die Kamera und machen noch mal ein erstes Testbild, wie das Bild jetzt ausschaut. Es wird noch nicht toll aussehen, aber damit wir ein Vergleichsbild haben, arbeiten wir uns doch jetzt ganz langsam in das Bild wieder herein. Zoome ein bisschen rein, dass ich den Schuh auch schön drauf habe. Ist noch relativ dunkel das Bild. Ich mache mal die Belichtung ein bisschen hoch. Und mache mein erstes Bild. Schon gar nicht so schlecht dafür, dass wir im Endeffekt bisher nur den Hintergrund hingemacht haben. Da seht ihr schon mal, was es für einen Effekt hat, wenn man diese Hohlkehle alleine hat und den Schuh so gesehen freistellt von allem anderen. Das finde ich schon sehr, sehr genial. Kleiner Tipp noch am Rande, Produktfotos, wenn ihr nur einen Schuss habt, beziehungsweise nur ein Foto machen wollt, würde ich den Schuh immer so leicht oder das Objekt immer so leicht schräg stellen. Dann habt ihr wenigstens von zwei Winkeln das Produkt abgelichtet. Das wirkt immer deutlich angenehmer, als wenn ihr einfach nur von vorne die Front fotografiert. Dadurch wirkt das Bild schon alleine sehr, sehr flach und bekommt überhaupt gar keine Tiefe. Und man kann es nicht richtig beurteilen, wie groß das Objekt ist, beziehungsweise wie das von der Größe her wirkt. Okay, als nächstes kommt Licht ins Spiel. Ich habe hier mal für euch vorbereitet, stellvertretend eine Lampe. Ich nehme jetzt hier einfach mal meine kleine Videoleuchte. Hier ist es relativ egal, was ihr für eine Lampe benutzt. Ich habe mal aus dem Keller hochgeholt, leider funktionierten sie nicht mehr richtig. Meine allererste Lampe, die ich mir irgendwann mal zum Fotografieren zugelegt habe, selbst die würde funktionieren. Also ihr braucht hier keine großen Investitionskosten. Nehmt einfach irgendeine Lampe, die ihr im Haushalt habt. Die stellen wir mal wieder weg. Okay, das Licht positioniere ich so leicht von schräg oben und schalte meine Lampe jetzt mal an. Okay, warum das Licht von schräg oben? Umso tiefer ich mit dem Licht komme, umso weiter wird mein Schatten nach hinten geworfen. Ich gehe jetzt hier mal runter und ihr seht, der Schatten wird immer und immer länger nach hinten heraus. Deswegen gehe ich mit dem Licht leicht nach schräg oben, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ja, so ist ganz gut. Und lasse das Objekt schön ausleuchten. Und positioniere mir jetzt meinen Schuh so, dass es auf dem Bild schon mal ganz gut aussieht. Und mache einfach mal ein Testbild. Okay, was mir jetzt aber immer noch nicht an dem Bild gefällt, ist dieser harte Schatten hinten zum einen und zum anderen, dass hier hinten immer noch zu wenig Licht drauf ist. Was können wir also tun? Wir müssen ein bisschen Licht ins Spiel bringen. Und ich habe jetzt hier mal vorbereitet einen weiteren Karton. Und hier ist im Endeffekt nichts weiter vor als so ein Stück Fotopapier, was ich hier noch rumliegen hatte. Ihr könnt auch einfach nur den Karton nehmen, wenn er eine weiße Rückseite hat. Das reicht schon für die Reflexion. Diesen positionieren wir uns jetzt einmal hinten auf der Seite. Und ich finde, das ist so ein krasser Unterschied. Ich zeige es euch nochmal direkt in der Ansicht. Ich nehme weg, dunkel. Und ich mache es wieder hin.
Und wir bekommen dieses richtig schöne Highlight hinten in den Schuh herein. Hier könnt ihr es genau sehen. Achtet nochmal drauf. Ich nehme ihn nochmal weg und mache ihn wieder hin. Was mich als nächstes auf jeden Fall stört, ist, dass wir extrem harte Schatten hier rum haben. Was können wir also tun? Wir müssen das Licht weicher machen. Wie bekommen wir das Licht weicher? Indem wir es diffusieren. Jetzt keine Angst, immer noch keine großen Investitionskosten. Ich habe mir aus dem Bastelgeschäft einfach mal Transparent bzw. Seidenpapier besorgt und das benutzen wir jetzt als Diffusor. Da habe ich mal wieder für euch gebastelt. Ihr kennt vielleicht schon meinen großen Diffusor aus einem meiner anderen Videos. Hier das Ganze nochmal in klein. Einfach einen Karton auseinandergeschnitten, oben mit einem Cuttermesser ein Loch reingemacht und dann einfach Seidenpapier genommen. Das ist jetzt das ganz günstige Seidenpapier für 60 Cent. Zwei Lagen obendrauf, hier ein bisschen verklebt. Und dann könnt ihr es im Endeffekt etwas weiter von eurer Lampe entfernt halten, dass das Licht von hinten gegenscheint und eure Lichtquelle zum einen größer macht und zum anderen weicher durch die Beschichtung davor. Okay, jetzt bringen wir doch alle drei Sachen nochmal schnell zusammen. Ausgangsbild ist unser Schuh, leichtes Licht von oben. Als nächstes hellen wir den hinteren Bereich des Schuhs ein wenig auf mit unserem Reflektor. So, jetzt bekommen wir diese schöne Aufhellung rein. Und das nächste, was wir machen müssen, sind die Schatten nach hinten nochmal schön weich zu machen. Dafür schnappen wir uns unseren gebauten Diffusor und können jetzt schön die Schatten eliminieren. Ihr seht also, es braucht überhaupt nicht viel. Wenn ihr eine Lampe da habt, braucht es im Endeffekt nur euer Smartphone mit der Lightroom-App, den Hintergrund für 2 Euro, ein bisschen Seidenpapier für 60 Cent und einen alten Karton. Und ihr könnt dann hochwertige Produktfotos zum Beispiel für eure Webseite, euren Online-Shop oder für eine andere Plattform erstellen, womit ihr eure Produkte besser in Szene setzen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ihr kennt es ja mittlerweile, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, teilt das Video mit euren Freunden, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.